Oh, Mikro. Hallo. Far Cry 2. Yay. Geil, oder? Endlich. Jetzt auch mit Mikrofon. Ja, ich habe leider das Mikro noch ausgehabt. Habe auch schon Hallo gesagt. So viel Zeit muss sein. Ja, wir sind hier und haben einen Auftrag erledigt, haben neue Medikamente geholt das letzte Mal und Gold markiert bei einer Oase. Also es könnte nicht besser laufen. So, neues Gewehr haben wir auch und wir haben einen Tarnanzug bekommen, der anscheinend das Schleichen verbessert. Ich habe mal nachgeschaut, also das heißt eigentlich nur, wenn ich knien mich irgendwie vorbewege, dann sehen sie mich später. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so stimmt. Vielleicht ein bisschen, vielleicht kann ich irgendwie 2 Meter. 2 Meter näher ran an den Feind. Aber gut. Ja, Einstellung habe ich auch mal wieder angepasst, wie es üblich halt. Ich erzähle es, erwähne es schon gar nicht mehr. Vielleicht läuft es irgendwann mal flüssig. Aber ich glaube, das ist ein Traum. Da brauche ich dann eine neue Grafikkarte, GTX, irgendwas, irgendwas, keine Ahnung. Kann ich die kaputt machen? Ja, die kann ich kaputt machen, diese Generatoren, weil die sind so laut. Brauche ich hier noch irgendwie Lebensenergie? Weil ich habe so ein ganz kleines bisschen was verloren. Egal. Jetzt müssen wir irgendwo hin. Und zwar wieder zurück. Irgendwo hin. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir wieder einen Haufen Aufgaben für die Affel. Die Appel heißt sie, oder? Uffel und Appel. Appel und Ei. Ne, Ei habe ich noch nicht gesehen. Macht aber nichts. Vielleicht finden wir die noch. Gut. So, jetzt alles schön hell. Ah, schick. Ach, guck mal. Wollte gerade sagen, das ist aber leise. Ach, das ist so ein E-Truck, oder? Der fährt bestimmt auch mit E-Fuel. Aber ist eh egal. War mal da eh am falschen Ende schwarz. Aber eher nicht die anderen wissen lassen, ne? Die Verrückten mit dieser komischen grünen Sekte. Gut. Eigentlich ist das doch das perfekte Schleichfahrzeug, oder? Ich meine, es hat kein Eigengeräusch. Der Motor ist ganz schön still. Ach ja, ich habe die Musik auch mal ausgeschaltet, weil das komische Getrommel, da habe ich leider Ohrenkrebs von bekommen. War lange Zeit in Behandlung und jetzt geht es mir wieder gut. Aber ich habe die mal ausgestellt, weil, weiß ich nicht. Ich mag diese Stimmung eher beim. Naja, das ist halt atmosphärisch, ne? Dieses komische Getrommel. Schicke Geräusche. Oder haben die nur. Moment. Moment, haben gar keine Fahrzeuge jetzt mehr Geräusche, weil ich die Musik ausgemacht habe? Kann nicht sein, oder? Hier war doch irgendwo ein Auto. Ein PKW muss doch hier rumstehen. Haben sie geklaut? So, irgendwo in Afrika müssen wir hin, aber da nicht. Ich würde sagen, wir gehen ins Centrum, oder? Centre Pompidou. Genau dahin. So. Annehmen. Jawohl. Oh, ich muss mal wieder den Ordner löschen. Den guten. Ja, jetzt. Ich muss mal wieder den guten Shave. Ordner löschen. Ich habe so ein bisschen viele davon. Das ist sehr unangenehm. Später ist die Platte wieder voll, wie schon mal in der Aufnahme. Das war ja geil. Achtung. Festplattenspeicher, bla bla bla. Das war nicht gut. Und dann ist die Aufnahme einfach abgekackt. Ja, genau. Wir machen das ja händisch. Aber erst nachdem wir einen Auftrag bekommen haben. Jetzt ist schon wieder dieser komische. Ach so, ist Morgengrauen, ne? Deswegen ist alles wieder in so ein. In so Uringelb getaucht. Bah. So, wir wollten nach Nordwesten, genau. Weil mit den komischen Roter Stern-Kollegen, ich glaube, von denen halten wir uns fern, oder? Wir. Muss ich euch die Regeln erklären? Die Regeln erklären. Ach so, keine Karte im Rennen, ich verstehe es natürlich. Ne, da will ich aber die Leute Weit auch genug. erschießen. Sie kennen die Regeln, keine Waffen. Jawohl. Dann pack mich wieder mal an. Von mir aus. Ja, kein Danke. Oder egal. Sie wissen, was geredet wird. Was Es heißt, denn? Sie alle würden das Land verlassen. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Sie bezahlen uns für einen Job, richtig? Und den erledigen wir auch. Geld hat Bastion nach Afrika gelockt. Kein Geld, keine Söldner.
das Geld sehen und es gibt keine Probleme. Ja, natürlich zählt nur das. Nicht die Arbeit, nicht die Bemühungen um ein stärkeres Afrika. Oh, das machen sie also. Sie schicken ihre Leute los, um die Drecksarbeit zu erledigen. Und wenn ihnen die Soldaten ausgehen, heuern sie Söldner an. Und sie denken sogar, dass sie damit die Lage verbessern, was? Ja. Wobei, ich... Ach so, deswegen die Checkpoints, ne? Von wegen, das bringt nichts. Wir haben hier keinen Fortschritt. Erst mit der Kampagne und der Hauptmission. Dann haben wir, machen wir einen Impact. Oh. Besser als die anderen, die ich angehört habe. Ja, stimmt. Ihnen wird die UFLL immer stärker und das ist gut. Was Dr. Kakumba sagen will, ist, dass wir einen Job für einen Söldner haben. Doktor. Für einen wie Sie, mein Freund. Die APR bietet einem europäischen Agrarunternehmen Schutz. Anzugträger, die seltsame Dinge mit lokalen Ökosystemen vorhaben und dabei keine Beschwerden hören wollen. Die APR-Kämpfer bewachen die Farm und erhalten dafür so viel Grünzeug, wie sie essen können. Sie sollen diese Sauerei beenden. Die Farm liegt östlich der Stadt, bei den Bergen. Zwischen zwei Treibhäusern steht ein Schuppen. Da drin sind Bewässerungspumpen. Sie müssen sie irgendwie zerstören. Bewässerungspumpen, okay. Zerstören. Dann müssen die Wissenschaftler verstehen, dass die APR keinen Schutz bieten kann. Niemandem. Natürlich nur, wenn sie erfolgreich sind. Natürlich. So, gib. Wedel nicht wieder rum. Gib mir sie den... Verstehen? Zu den Treibhäusern. In den Schuppen und zerstören ja, sie die Rohre. Treibhäuser. In Steinen, wie üblich. Ja, Stein, also. Gib her. 15. So, Mission angenommen. Sie sind auf sich gestellt. Erwarten Sie keine Hilfe. Nicht mal von uns. Ach so. Wo ich doch sonst immer so viel Hilfe von euch bekommen. Alles klar. Auftrag schon so gut wie abgeschlossen. Erfüllt. Tschüss. So. Jetzt östlich. Treibhäuser, Rohre vernichten, Schuppen zwischen Treibhäusern. Alles gar kein Problem. Jetzt fahre ich aber nicht wieder da oben hin. Jetzt gehen wir nach Süd. Ich fahre mit dem Bus. Ah, jetzt müssen wir nach Süden. Ja. Michel hier, können wir uns einen halben Kilometer südlich von Thaler treffen beim Fluss? Nein. Ja, und jetzt? Ja, auf... Trag ab. Boah, so stimmt. Die dicke Wumme. Ja, was, was ist jetzt hier? Komm, wir fahren. Ja, wir fahren den Fluss runter. Und dann nehmen wir das Bötchen und fahren mit dem Boot hier hoch. Heute ist mal eine Bootsfahrt, die ist lustig. Und deswegen machen wir das jetzt. Ja, er lacht schon. Achso, er hängt am Telefon. Na? War das? Wie war das? Palas, so heißt die Stadt. Ist nicht, wo du arbeitest? Naja. Söldner sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Aber man muss. Na, man muss sparen heutzutage. Discount-Söldner. So, wo, Ich glaube, das im Fluss kann ich vergessen. Fahren wir halt mit dem Auto. Ich hab nämlich. Wo ist denn der. Da gab es doch einen Weg runter zu. Ist irgendwie zum. Da unten ist der Steg. Dann fahren wir mit dem Boot da runter. Doch, ich will heute Boot fahren. Ich fühle mich in Bootsstimmung, Bootsfahrstimmung. Wohin? Dahin. Dann links runter, genau. Da muss doch eigentlich, oder hoffentlich viel eher, müsste ein, ja, wieder 3 Meter gelaufen. Dann verschwimmt mir die Sicht auch immer, wenn ich hier ganz dringend mal muss und dann renne ich aufs Klo und danach ist erstmal alles komplett verschwommen. Muss jetzt mal erstmal wieder Luft holen. Der haut bestimmt ganz gut rein. Wahrscheinlich reicht ein Körpertreffer damit, oder? So, ja, wir fahren mal los. So, schnell speichern und jetzt schnell fahren. Ach ja. Das ist auch angenehmer, oder? Ruhiger, es wackelt nicht so. Wenn beim Autofahren schlecht wird, ich glaube, hier hat er keine Probleme, oder? Also, wem hier bei der Bootsfahrt schlecht wird, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Oh. Okay, wenn es ein bisschen schaukelt vielleicht. Wow. So richtig schaukeln kann man nicht, ne? Auf jeden Fall links, rechts, er fährt vor, er macht vor, zurück. Ist er dumm? Ist er denn völlig verblödet? Hier hast du mir doch mal Bilders oder so, ne? Bilders. Irgendwas. Vorname? Keine Ahnung. Oh oh. Ist das ein Stützpunkt? Glaube nicht.
Vor allem, dass der immer so den Kopf durch die Gegend schleudert bei irgendwelchen Sachen. Diese komischen... Ach, gucke mal, da ist ein Stützpunkt. Oi, 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 oi. Jetzt können wir den nochmal testen, den lustigen Anzug. Da ist schon mal Nummer 1. Komm, speichern mal, bevor wir den ganzen Shit nochmal machen dürfen und hier runterfahren. Dann kotze ich nämlich. War das? Nichts. Gucken wir mal. Wie gucken wir mal? Gucken wir mal. Hörst du mal mit, gucken wir mal nicht? Kann ja auch mal nicht gucken. Man kann ja einfach nur mal ganz naiv in den Tag hineinleben. Hör auf zu summen. Hast ja Schiss. Scheiß dir in die Hose, Schnauze. Was ist los? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich ihn getroffen, aber nicht. Okay, danke. Hä? Komm, zwei Schuss haben wir noch. Lieber voll machen. Lieber 8 Schuss. Komm, wir jetzt ihn. Gibt's gratis. Beziehungsweise. Shit! Was? Na. Sagst du schlimme Worte nicht oder ich erschieß dich? Man stellt sich mal vor, das wäre irgendwie möglich mit Englisch und so, ne? Schwätz Deutsch oder Bang Bang. Oh. Ja. Von Stelz haben wir auch noch nicht gehört. Das war ein ganz kleines bisschen. Ach, guck mal! Dass einer den gleichen Trick macht. Jetzt gerade Bumm gemacht, oder? Okay, das klingt schon ganz geil, muss man sagen. Dieser Nachhall? Könnte ich mich dran gewöhnen. Gebt mal alle eure Munition. Ihr braucht die eh nicht mehr. Aber ist schon besser, ne? Mit der ohne Musik. Version, da ist das alles ein bisschen spannender. Komm, ich geh doch jetzt zu der Moonkiste. Komm, erzähl doch nichts. Sollen wir sie voll machen? Wachtposten ausgespäht. 7 von 57. Hoffentlich ist das nicht irgendwann eine Aufgabe. Sisyphos Arbeit. Naja. Sisyphos oder Sisyphus? Gute Frage, ne? Ist so wie mit Ikaros oder Ikaros? Das ist ja so der Latein-Version. Beziehungsweise eins ist Griechisch und eins ist Latein. Römisch viel eher Latein. Aha. Hä? Aha, bestimmt unter der Brücke, oder? El Brücke. Aber von welcher Seite? Von welcher Seite muss man hier ran? Das ist ja das eigentliche Problem. Ja, aber es sind schon ganz schön frech, die Gegner, ne? Auf berüchtigt. Da muss man schon mal den richtigen Riecher haben. Und vor allem, Kimme Korn sollte vielleicht da sein, wo das hübsche Gesicht des Feindes ist. Weil sonst, sonst ist das wieder alles Essig. Ach, guck mal, da drüben lungert so rum. Nur einen Scharfschützenschuss, Gewehrschuss entfernt. Aber laufen wir einfach hin. Achso, ein Safehaus. Ja, sauber, das haben wir schon gesaved, das Haus. Das hier haben wir jetzt auch mal. Das hatte ich bestimmt mal am Anfang vergessen, da zu spähen. Beziehungsweise die Moonbox mitzunehmen. Nutten in Moonboots. Was war das nochmal? Harald Schmidt? Oder, wie ist er noch? Der Tierfort Totalmann? Stefan Raab? Weiß ich jetzt nicht.
Guck mal, eine Sendeanlage. Wird alles zum... Nee, nee, in der Nähe des Airfields ist das so ein... Telekommunikationsapparat. Ja, ja. Moment, ich wollte auch jetzt noch nicht speichern, erst wenn ich da bin. Na gut, die wartet in der Hütte, schätze ich mal. Das wäre wirklich gut, wenn es dafür eine Mod gäbe. Aber ich, wie gesagt, ich will es nicht modden, ich möchte es einfach in Vanilla spielen. Ach, die spielt wieder auf dem Handy. Oh, selbst 2008 haben die schon genervt mit dem Scheiß. Ging das da nicht los mit den Smartphones? Ich glaube ja, ne? Oh. Das ist die Saw, oder? Das Schweinchen. Nein. Nein. Munition wollte ich eigentlich aufnehmen. Aber gut, dann eben nicht. So, jagt erstmal Morphium oder sowas wahrscheinlich rein, ne? So, guten Tag. Gut, oh. Sie sind da. Kennen Sie das Chemielager? Nee. Dort steht ein Entlaubungsmittel. Hochgiftig. Ah, ja. Können Sie es für mich holen? Entlaubungsmittel. Ja. Ich warte beim Flugfeld südlich von hier. Kenne ich. Wenn Sie weiter zu den Treibhäusern gehen, starte ich. Wie? Ich versprühe die Chemikalien. Ach so, verstehe. Entlaubung über den Leuten. Oh, das war ganz schön. Das ist aber nicht sehr human, oder? Und wir sind die Guten, oder? Der ist im Chemielager. Beschädigen Sie ihn auf keinen Fall. Verstanden. Chemielager, wo war das nochmal? Ich sag mal nix. Sie sind mit dem Wagen gekommen, ne? Ich sag's bloß. Ich rückwärts eingeparkt und über das arme Tier gerollt. Mein Gott. Ach ja. Ah, ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Dann habe ich einen Plan. Gut, ist jetzt nicht so ein krasser Plan. Wir gehen einfach Norden rum. Hä? Und dann gehen wir West rum und dann gehen wir nach Süd rum. Und dann machen wir alle. Hauen wir alle um. Und hoffentlich bleiben die noch eine Weile. Weil das hier wäre schlecht, wenn es hier wieder so einen lauten Krach lässt. Knall. Halb Knall, halb Krach und Krall. Und genau, dann müssen wir von oben einfach mal gucken. Haben leider eine Waffe, die sehr viel Lärm macht. Das andere macht auch Lärm, komm. Aber dieser Hall, ne, das Echo, das ist schon. Das ist schon ganz nett. Muss man sagen, ne? Wenn es da so laut kracht. Da, genau, das haben wir mal gesehen auf der Karte, als wir hier in der Nähe waren, um den. Um den Mord, den feigen. Das war ja kein Mord, was war das? Das war eine Hinrichtung, eine regelrechte. Am sogenannten Assassinen. Quatsch, am Auftragsziel, was weiß ich. Aber wir sind nie hier hochgelatscht. Kennen uns hier leider gar nicht aus. Aber schön im Weg rumstehen. Hier mitten auf dem Trampelpfad. Ey, super. Nichts gelernt. Aber erstmal gespeichert. Einen sehe ich mittig. Ja, aber gut, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass dieser Tarnanzug jetzt nicht irgendwie uns unsichtbar macht, sozusagen. Den haben wir. Ja, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber für 45 Mark, da hätten sie auch 15 getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, da hinten rechts weiter. Gleich mal eine geistige Notiz gemacht. Also im Südwesten, wir laufen nach Süden hier gerade. Nur ein bisschen umdenken. So, irgendwas mit Rohre zerstören. Ich denke mal, mit dem Maschinengewehr einfach draufhalten, wird das reichen. Oder? Ich muss ja auch viel mehr mit der Pistole rumlaufen. Dann gewöhne ich mich so ein bisschen an das Zielen. Beziehungsweise wo das Ding hinschießt. Noch ist schön leise, das wird sich gleich ändern. Sag's bloß. Wer jetzt mit Kopfhörern da sitzt und so die Klänge.
Jetzt weiß ich ja schon, wo es hin... Ah, komm her. Da ist der Nächste. Könnte auch mal eine Handgranate reinwerfen. Mit einer Handgranate eröffnen oder so. Oder sie abknallen und dann hier die... Achso. Wir müssen irgendwie einen Kanister holen, ne? Vielleicht das mit dem... Mit der Handgranate ins Gebäude. Sollten wir uns vielleicht überlegen. Es ist nämlich genau das Gebäude, ja. Bitte? Habe ich keine Krokodile? Waren wohl bloß Ratten. Ach du Scheiße. Dahinter ist er. Was mich halt nervt ist, ich mach tschu. Und sofort wissen sie alle, hey, da drüben ist er. Hast du es auch gehört? Es klang wie ein Schuss. Aus einer schall gedämpften Pistole. Da war es nicht so hin, Alter. Den kriegen wir. Ich hab deinen Rücken. Oh Mann. Scheiße, Mann. Ey, es ist immer das Gleiche, ne? Wenn der erste Schuss daneben geht. Genau du. Genau der. Pass auf, Mann. Vielleicht wollen sie uns in den Rücken fallen. Ja, vielleicht, Mann. Pass auf, Mann. Haben wir den Maul, Mann. Oh. Pistole gegen Shotgun. Nimm denn das, Herr Lilla. Sie kommen, wenn ich mehr rein. Shit. Sag mal. Stimmt mit meinem Aim nicht. Er geht Beistand, Leute. Er geht um ihn. Das ist bescheuert. Was treiben wir hier? Der Kampf ist da. Nerv nicht. Hey, komm hinab, du. Haben wir mit dem Fenty Item. Okay, hab nichts mehr. Ich ergebe mich. Scherz. Nein! Boah. Hammer's. Okay, das war echt scheiße, oder? Wie oft ich an den Rüben vorbeigeschossen habe. Und vor allem der Erste. Der sollte noch einen Meter laufen, der bleibt da stehen. Ich schieße daneben und dann nicht mehr den Kopf angepeilt, sondern nur grob in die Richtung. Ich frage mich, warum man das macht. Das macht ja kein normaler Mensch. Das ist wirklich irgendwie von wegen, ja, jetzt lohnt es eh nicht mehr. Jetzt schießt man so grob in die Richtung und hofft, dass er irgendwie reinläuft oder sowas. Verstehe ich nicht. Warum macht man sowas? Wo ist das? Ah. Okay, innen drin. Na, ist schon merkwürdig. Man könnte auch einfach nochmal ganz genau zielen, dann das Gesicht nochmal anpeilen und dann den Knopf drücken, aber nein. Naja, aber zumindest alles verschossen und erst dann das Maschinengewehr ausgepackt. Das, denke ich mal, verdient zumindest so halbwegs Anerkennung. Da ist der Kanister. Den nehme ich mal ganz kurz. Bitte? Bin ich da irgendwo hängen geblieben oder war das ein Scharfschütze? Ja, natürlich genau in den Eingang, wo er gerade reinschießt. Da am besten gleich gucken. Hä? Ist da jemand? Die beste Art, direkt mal eine gelangt zu bekommen. Wahrscheinlich hört man es doch gar nicht, ne? Macht einfach kurz Aua und dann ist vorbei. Und dann hört man den Schuss. Oh. Nee, Quatsch. Scharfschützen, was ist denn das? Gibt's doch überhaupt nicht. Und wenn sitzen die auf ihrem komischen, auf ihrem hohen Ross irgendwo? Triffst mich nicht, triffst mich nicht. Gut,
Dann holen wir hier mal das Zeug, das wir abholen müssen. Und außerdem die Munition. Und einen Diamanten? Ja, na klar. Wir haben schon wieder 25. Ah, von mir aus, dann hat es sich ja doch halbwegs gelohnt. So. Ach ja. Ein Afrika. Ach so, wie England, ne? Das Engerland. Ja, bitte? Fass dich kurz. In meinem Flugfeld, bringen Sie mir den Kanister. Zu Befehl. Ich will hier schon rumkommandieren von der Guten. Bräuchte mal Munition. Am besten noch eine Taschenlampe, weil das hier, Hallo? Moment, ich hab Munition, also Bedarf hätte ich. So, das ist so eine Munition, die muss man erst anschließen. Ja, okay, das, ja gut, das verstehe ich natürlich. Die nächste. Ja, das ist wieder eine andere, hat man gesehen, ne? Liegt ganz anders auf dem Bett. Ne, komm. Wir brauchen die Munition noch. Ja, irgendwie auf Flaschen losgehen. Reicht, dass wir die Flaschen da gerade eben alle gemacht haben. Alle. Mit dem guten Pistölchen. Ja, manchmal, genau, bleib ich an sowas hängen und frag mich, von wo gerade Beschuss reinkommt. Warum? Bisschen schreckhaft, was? Dabei ist berüchtigt doch eigentlich kinderleicht. Ja, ist es wahrscheinlich auch, ne? Wenn man A, die Gegner sieht und erkennt hier im ganzen Gestrüpp und wenn man den Kopf trifft. So schwer kann es doch nicht sein. Weiß ich nicht. Schwierig. Muss ich natürlich wieder auf mein Alter schieben, ne? Und die Reflexe. Ich kann nicht mehr zielen. Die Augen sind so schlecht. Keine Ahnung. Meine, was auch immer. Mein Zeh juckt. Reflexe natürlich immer ganz klar. Ach, guck mal hier. Reflexe, die sind nicht mehr das, was sie mal waren. Das sind so die billigen Ausreden. Da muss man sich nämlich nicht mehr anstrengen. Kann man sich nämlich schön in seiner Opferrolle suhlen. Suhl. Das war was? Ghostbusters, ne? Hieß der Suhl? Mit dem Blabla Schlechter der Karpaten. Karpaten, wie hieß der noch gleich? Vigor. Natürlich. Wenn sie Ivan ist, dann ist es Vigor. Irgendein Vigor, ich weiß nicht mehr. Ja. Hier wollten wir immer schon mal lang. Die Schienen entlang, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Gehen wir auch lang, weil da ist nämlich Feind. Vielleicht hören sie mich nicht. Ich will ja auch mal wissen, dass der am Steuer sitzt, böse ist. Wie machen die das? Hat es gerade geblinkt? Oder habe ich mir das eingebildet? Ganz kurz mal eben. Aber gut, hier kann nichts sein, oder? Nein. So, wieder rückwärts einparken, vorwärts die Schienen entlang. So läuft's. Macht's gut, ihr Trottel. Oh, links, rechts, Mitte. Wir müssten da runter, habe ich. Ich sehe es blinken. Okay, hier ist falsch. Wo aber blinkt's? Hier in der Hütte? Ja, der blinkt's wohl. Wir steigen mal aus. Ist mir eh lieber. Na, aha. Richtung Feind, aber nicht ganz. Hier unten, oder? Kopf hier. Ah! Da unten steht's rum und blinkt nicht laut genug. Warum die überhaupt blinken? Naja, wahrscheinlich so ein Audio-Clue. Und gerade das Blinken und so weiter, ne, damit, das kann man hier gar nicht ausstellen. Das ist mir aber beim Dreier ist mir das viel, viel mehr aufgefallen. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen cartooniger ist. Das ist ja relativ authentisch noch von der ganzen Optik her. Finde ich ja sehr schön.
Wenn nur die Leute nicht wären. Kleiner Scherz. Also die Feinde natürlich. Klar. Ja? Die ganzen Söldner in Afrika. Deswegen kämpfen wir auch für die Uffel. Oder? Ja. Muss kurz mal nachdenken, aber ja, wir sind. Munition haben wir aber, ne? Wieso kann ich denn jetzt nicht sehen, wie viel. Ich muss wieder aussteigen, um zu gucken, wie viel Munition ich habe. Das ist auch so ein Quatsch. Beziehungsweise auch wie viel Lebensenergie. Das ist doch alles völlig idiotisch. Naja. Wie schnell das geht. Von Lob für das Spiel. Sofort wie ein Wimpernschlag später wieder voller Hassrede. Was tut Hassreden? So. Ach Gottchen, müssen wir uns da nicht reinschleichen? Oder ist das jetzt... Sind jetzt alle lieb? Im Leben sind die nicht lieb. Sie ist im Zentrum irgendwo. Das sieht schon geil aus, oder? Ich mag das einfach, diese Sunrays. Genauso wie Lance Flair, finde ich. Na gut, Lance Flair ist schon ein bisschen. Er ist schon ein bisschen billig. Aber. Hat auch irgendwas. Irgendwie. Vor allem das meiste, was ich spiele, ist ja so aus der Zeit, ne? Lance Flair und vorher noch. Lance Flair und älter. Irgendwie so eine Anwaltskanzlei. So, auf den ersten Blick ist super. Lass uns einfach springend in die Basis rennen. Beziehungsweise zum ersten Haus. Wer hat ja nicht nachgeladen? Extra ein schickes neues Maschinengewehr. Jetzt wollte ich eigentlich ein anderes haben. Jetzt habe ich ein anderes, aber wieder ein Maschinengewehr. Na, von mir aus. Ein leichtes Maschinengewehr. Schwere gibt's nicht. Schwere kann auch kein Mensch tragen. Vor allem Rückstoß. Mach ich Pock und dann häng ich da oben. Pock. Dann kann ich doch gleich eine Schrotflinte nehmen. Hallo? Ja, jetzt weil sie hier ist, ist wahrscheinlich alles schon. Alles ganz lieb. Weil die habe ich immer aufs Maul bekommen. Deswegen dachte ich, ich könnte doch mal. Ne, Quatsch. Ich habe ja gar nicht aufs Maul bekommen. Ich habe es aufs Maul gegeben. So, jetzt fliegt sie los. Ja, Munition brauchen wir nicht. Wo ist sie jetzt genau? Ach, lass mich raten. Natürlich in der Hütte. Oh. Okay. Sie haben den Kanister, hoffe ich. Ja, klar. Und jetzt? Die Reparaturen sind fast fertig. Ich kann bald starten. Ich hoffe, Sie zerstören die Treibhäuser komplett. Das hoffe ich auch. Ja, das mit dem ganzen Blinken. Also, das ist ja heute Standards. Am besten noch mit diesem komischen. Mit diesem, Röntgenblick. Oder Fokus, wo man. Ich hoffe nicht. Wo man um sich rum alles sieht. Das finde ich auch so affig. Das ist wirklich. Ach Mann, jetzt muss ich ganz nach da hochfahren, Mann. Kann es nicht irgendwie mal 5 Meter entfernt sein? Was ist denn da sinniger? Nach Westen fahren und dann nach Norden, oder? Dann nach Südost und dann hoch zu uns. Oder von oben runter. Ach nee, warte mal, ist das die Hütte, die wir schon kennen zur Genüge? Könnte es sein. Was machen wir da? Nach Westen fahren, Pala und dann mit dem Boot wieder. Genau, machen wir das mal. Wollten ja mal ein bisschen was anderes machen. Ja, melde gehorsamst. Wir fahren nach Westen, jawohl. Gut. So, jetzt ist nicht das Fluggerät rammen. Hoffentlich ist da oben kein Scharfschütze. Ne, der hat wirklich aufgeräumt. Klar, weil es jetzt storytechnisch hier relevant ist, ist natürlich nichts los. Das ist klar. So. Volles Flugfeld.
Also nach Westen müssen wir wahrscheinlich an einem Stützpunkt wahrscheinlich vorbei. Waren wir hier nicht im Süden schon mal irgendwie? Da war hier nichts, ne? Oder? Wir haben uns ja hier angeschlichen. Ich meine, hier gäbe es mal was irgendwo außerhalb. Könnte mich täuschen, aber ich glaube, das ist unrealistisch, ne? Ganz links auf dem Kärtchen sieht man was? Auf dem Berg, okay. Oh, hier gibt es übrigens nichts. Hier war wieder schnell weg. Weil die Wüste ist bestimmt böse. Und dann wird er wieder irgendwelche Medikamente, dann müssen wir wieder irgendwelche Unterlagen besorgen. Irgendwelche Reisepapiere. Ich mache mir ja so gerne, so ungerne straffällig. So eine Art von mir, ich weiß auch nicht. So ein irgendwas Spleen oder so. Gab es denn nicht auch irgendeine Stelle mit Güter? Irgendwie in Waggons oder sowas? Stimmt das hier. Und wenn keiner guckt, dann gucke ich auch nicht. Wenn keiner schießt, schieße ich auch nicht. So. Bin ich mal gespannt, wie sich der Sonnenstand ändert, wenn wir jetzt zurück nach Pala fahren. So. Ja. Was ist denn Paladin? Ja. Vielleicht noch ein bisschen lauter. Aber es ist lustig, der Truck ist stumm und der Bus hier, der macht einen Lärm, dass man es noch, weiß nicht, drei Bildschirme weiter sieht, hört. Schöner Wasserfall. Ich glaube, die Stellen gibt es auch alle im Spiel, ne? Ist nicht gelogen. So, wir müssen nach Norden. War das nicht so? Oder wir gehen da links wieder zum Wässerchen, fahren einmal so rund um die Platte, würde ich sagen. Komm, machen wir das. Ach. Ich kann ja mal spaßhalber. Vielleicht ist das der Trick. Nur bei 60 FPS? Was, ey? Oder halt, wir haben gesagt, genau 30 waren es ja mal, ne? Haben wir gesagt. Wir sind 30 auf, also müsste das eigentlich auch laufen. Ja, mein Rechner ist halt einfach nicht fit genug. Und jetzt? Hör auf zu lachen. Ey, lach nicht, sonst, ne? Scheiße. Aber jetzt wird es wahrscheinlich noch ruckeliger. Ach, was weiß ich. Wir werden es schnell hinbekommen. Alles für den Dackel, würde ich mal sagen. So. Hier wird es mal gespeichert, komischerweise. Ganz seltsam. Naja. Haben sich die Entwickler bestimmt was dabei gedacht. Den Weg sind wir schon mal lang gefahren. Da dürfte eigentlich erst gegen Ende was passieren. Aber da müssten wir eigentlich vorher schon ausgestiegen sein. Genau, das war dieses eine. Ja, dieser eine, ich sag mal, Hafen. Wo wir schon mal Ärger gemacht haben. Ja, ja. Wo wir uns die wilde Schießerei vom Boot ausgeliefert haben. Und die Schweine haben sich immer wieder schön verkrochen. Aber kurz oder lang muss ich, glaube ich, wieder die Waffen wechseln. Ne? Da müssen wir das Repetiergewehr nehmen. Also mich stört es nicht. Man sieht halt, klar, ich meine, Sound ist geil, muss man sagen, wenn das Ding ballert. Ne? Das hat so einen richtig schönen Hall. Aber, weiß ich nicht. Vielleicht lieber die Waffe nehmen, die nicht irgendwann anfängt zu zicken und das dann um die Ohren fliegt im Endeffekt. Wenn ich gerade abdrücken möchte, da machst du nur klack, klack, klack. Wieder irgendeine Störung, die ich dann erst wieder beheben muss. In mühseliger Kleinarbeit. Genau, der Fresh Fish. Von Bel Air, da wollen wir natürlich nicht hin. Wobei, ist auch Afrika irgendwo. Naja. Aber heute ganz bestimmt. So. Heißt, wir gehen dort wieder an Land. Können wir es gleich in grün machen, beziehungsweise jetzt in vernünftiges Scharfschützengewehr. Schon so ein Kaliber 50, ne? Wo das hinschießt, da wächst kein Gras mehr. Also Kopfschüsse kann ich mir sparen. Einfach grob Richtung Torso. Bei mir ist auch an den Wanst. Völlig egal. Wer getroffen wird, der bleibt erstmal liegen.
und wartet, bis Verstärkung eintrifft. Dach. Genau, hier war das. Ja. Ach, da liegt ein Bötchen, das ist aber schick. Wahrscheinlich komme ich da wieder nicht hoch, ne? So. Annäherung, ich würde sagen, wir machen mal hier ein paar Annäherungsversuche. So, und hopp! Was? Was war das? Okay. Ja gut, ist schon in Distanz. Das mag ich gerne zugeben. Ach, halt, wollt doch eh schleichen. Da vorne ist er. Geht es noch beschäftigt? Tja, das geht wohl nicht in Flammen auf. Sagen die jetzt, Boah, da sind mal einige. Drei Mann links. Da ist noch einer. Da ist er schon wieder. Was hab ich gerade eben gesagt? Was habe ich gerade eben gesagt? Okay. Er ist in der Nähe. Schwärmt aus. Los. Na. So schlimme Worte. Ach ja, ich muss ja nicht repetieren. Nachladen. Verstehe. Das darf ich mir nicht angewöhnen. Wenn ich das Repetiergewehr wieder habe, dann gucke ich wieder ganz dumm aus der Wäsche, wenn ich plötzlich nachladen muss und es passiert. Oh, die Stimme, ey. Was, wenn er nur irgendein Irrer ist, auf der Suche nach Gott weiß was? Was will der hier? Dieses völlig übertrieben, ne? Ich glaub, weiß ich nicht. Ist er gerade umgefallen da hinten? Wie der gelaufen ist, das sah so ein bisschen aus wie bei GTA. Oder? Wenn die so geduckt davonlaufen. Wer steht dahinter? Oder sitzt er? Macht oder tut oder... Komm. Über den komischen Baumstamm müssen wir eigentlich an Land kommen, oder? Ich darf auch hier unten nicht... Der Stamm... Ach so, wahrscheinlich ist da unten Franz da so ein bisschen aus. Verstehe ich. Das ist natürlich logisch. So. Wir hätten noch ein Schüsschen. Das müssen wir eigentlich... Ein Schüsschen. Können wir eigentlich mal spaßhalber in irgendeinen Kollegen hier reinballern. Hier ist einer umgefallen oder so. Oder er ist noch am Leben. Das war einer von... Nee, der ist echt umgefallen. Vielleicht ein Herzinfarkt, weil er gedacht hat, gleich erschieße ich ihn oder so. Kann sich immer nicht so richtig entscheiden. Immer nicht. Oder nie. Nie so richtig. So, hier haben wir einige... Ach doch, der lebt noch. Schnatz! Und weg ist er. Aber mich trifft keine Schuld. So, ein Schluck Wasser. Nee, brauchen wir nicht. Das hat funktioniert. So, jetzt müssen wir... Oh, das tut mir leid. Ich hab mich in der Hausnummer... Scheiße. Es tut mir leid, ich wollte eigentlich zu den Nachbarn.
Ach, das ist mir jetzt aber. Ach, das ist aber unangenehm. Ach, so viele Kopfschüsse und alles umsonst. Und wir borgen uns sogar noch ein Boot. Egal, unseres steht da hinten links. Das können sie dann. Können sie in Zahlung geben oder so oder nehmen. Oder stellen. Ach, ist das unangenehm. In der Hausnummer geirrt. Oh, okay. Wir müssen da noch weiter. Okay, 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 okay. Heißt, ja, wenn die wieder eine Biege nach rechts macht. Ach, halt mal, hier war doch das mit den Booten. Mach damit mal die Waffe jetzt weg. Die Mappe. Schleichweg jetzt hier nicht, ne? Oh, Feind. Nicht wirklich, oder? Bist du fertig? Aber ist der dumm? Och nicht, doch. Malaria. Ach so, für die Papiere krieg ich zwei Tröpfchen, oder? Halt. Nicht Tröpfchen, zwei Tablettchen. Oh Mann. So, wir borgen uns seins. Ist doch ein bisschen wie GTA hier. Nur gewalttätiger. Wir ziehen sie nicht aus dem Wagen und schubsen sie auf die Straße, wie bei GTA, sondern wir... Oh je. Kaliber 50. Okay. Was hier einfach verschwunden ist. Kein Plätschern oder sowas. Okay. Wäre möglich, dass es allerdings liegt, an der Optik. An der Grafik. Dass ich da irgendwas umstellen musste, versehentlich. Hier, ne? Jein. Gucken, ob irgendwas blinkt. Ich glaube, hier sind wir mal raus. Ja, ja, genau, genau. Da sind wir in den nördlichen Teil gelatscht. Da bei dem komischen Kilimandscharo da im Norden, genau. Hier unten waren wir noch nie. Oh, ganz, ganz neue Gebiete eröffnen sich uns hier. Ja, ganz, ganz neu. Hoffentlich blinkt es irgendwo, das wäre auch nicht schlecht. Na? Toll, hier kommen wir nirgends an Land und wir haben schon ein bisschen unsere Waffe stumpf geschossen. So. Wird's denn gehen? Alles klar, wir müssen was machen? Was war das noch mit dem Kanister? Ich habe das Entlaubungsmittel besorgt und Michelle Dax übergeben, damit wir die Deckung der APR vernichten können. Deckung der APR. Ich muss jetzt zu den Treibhäusern, um das Bewässerungssystem lahmzulegen. Treibhäuser, Bewässerungssystem läuft. Ach, das ist doch diese komische... Ach nee, doch nicht. Braun ist auf jeden Fall Feind. So, wir haben einen. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Sind wir nicht doch Ah ja, klar. Ja, natürlich, natürlich. Wirklich. Hat es denn vielleicht doch irgendwie was Blinkendes in dem Bereich, ne, oder? So, hier blinkt's. Nächster Feind. Damit wären schon zwei. Eine links am... Ups. Wenn man nicht aufpasst. Wenn ich genau aufpasse, wo er läuft. Was mit ihm? Zwei Meter links, zwei Meter rechts. Vielleicht ein Sicherungssoldat. Ja, das Schnatz hört natürlich wieder irgendjemand. Moment. Es klang, als wäre jemand erschossen worden. Nicht wirklich, oder? Doch, genau das. So was?
Vier Schuss, vier Kopfschuss. Schüsse. Kopfschüsseln. Schüssel mit Nissel. 5 von 5. Ach, das ist doch das neue Wettsystem. Ich labere nur Scheiße den ganzen Tag. Was stimmt denn mit mir nicht? Brauche ich mal professionelle Hilfe. Bestimmt hier Professor Dr. Wie ist der? Mokumba oder so. Der kann mir helfen. Obwohl, er ist nur Doktor, ne? Kein Professor, dann nützt das nichts. Wir suchen ja professionelle, nicht doktorielle Hilfe. Antidoktoriell. Hier links war auch noch eine Sau. Die sollte ich mir auch mal vorknöpfen. Ach, guck mal, das nächste. Ja, dann müssen wir hier erstmal klar Schiff machen. Hopp. Okay, dann nicht. Doch, nicht hopp. Hat sich ausgehoppt. Komm. Mach. Jetzt kommt der wieder den Hügel nicht hoch. Ist da jemand? Ja, da. Nee. Nur Schatten, oder? Meine Augen sind so schlecht. Ich brauche das Scharfschützengewehr. Gut. Läuft. Das heißt, hier habe ich alle versehentlich erschossen. Okay, das ist schon mal viel wert. Ja, aber so ein bisschen das ganze Schleichsystem, ne, man merkt schon, ist ein bisschen stuhl. Einerseits super, dass sie nicht sofort wissen, wo man ist. Sie gucken, wo ist er denn, wo ist er denn? Aber wenn ich jetzt mache und sofort kommen sie angedackelt. Weil da ist doch wer. Also ob die, weiß ich nicht, die wie heißt das nochmal? The Force. Die Macht. Eine Erschütterung der Macht, genau. Das spüren die einfach so. Einfach mal ganz frech. Ganz frech. Rotzfrech laufe ich hier. Schlecht. Soldat geht niemals zurück, niemals rückwärts, ne? Na, du Pfeife. Sitzt der da? Ne, ist ein Fass. Fass! Hasso! Sieben angelegte Kopfschüsse. Sieben erfolgreich getroffene Kopfschüsse oder so. Das ist doch ganz nett. So, wo war nochmal? Achso, mitten rein müssen wir. Wenn ich eine Ruhe anlegen kann und dann nur mache, dann gelingt das fast immer, ne? Es sei denn, sie bleiben kurz ruckartig stehen und dann gucken sie wieder. Hä? So, ich habe dreimal geschossen. Natürlich ist die Waffe schon komplett verrostet. Man kennt es, das alte Problem. Hier kaufe ich mir auch, weiß ich nicht, zweimal die Woche muss ich mir neues Besteck holen, weil jedes Mal, wenn ich mit Messerchen, Gabelchen und Löffelchen esse, sofort komplett angelaufen, muss ich wegschmeißen. Sonst springen sie mir beim nächsten Mal Cornflakes löffeln, klar. Einer war hier noch. Oh, da ist noch einer. Achso, jetzt schlecht. Andererseits... Wenn er über was drüber guckt. Halt, ist verkehrt. Wo lang? Hier, sehen wir nach. Oh oh. Scheiße. Was ist das? Wie viele sind da? 5. Oh verdammt! So, über mir der Feind. Hinter mir Leichen. Oh, hier ist gar keiner. Nimm mal einen Schluck Wasser. Scheiß, die waren dran. Okay. Hätte fast geklappt. Oh Mann. Ja, ja, man hört die Mucke nicht mehr. Okay, ich bin. Das war dumm, reingeschlichen. Nicht die Gegend sondiert. Einfach wie ein Idiot davon ausgegangen. Hier ist bestimmt nichts. Hier ist bestimmt nichts.
Schon mal scheiße wieder, ne? Jetzt habe ich die Geduld nicht mehr. Verdammt. Er ist da links. Und sein Kollege auch. Haben genau gesehen. Wo ist die Sau? Ja, es ist gleich in grün. Jetzt schießt sie wieder nur grob in die Richtung. Und ich sehe, dass ich am Kopf vorbeiziele. Das Ding ganz. Jetzt klappt das wieder. Da gibt es bestimmt eine Bezeichnung dafür, so wie für Sprachfehler. Rechts am Kopf. Sag mal, ich sehe doch, dass ich da vorbeiziehe. Wieso schieße ich trotzdem? Genau gesehen. Generell sehe ich diese Sachen immer sehr gut, aber ich reagiere halt überhaupt nicht. So, erstmal wieder ein bisschen Morphium. Dann hört das Zittern auf. Kann man wieder besser zielen. Wissen auch viele nicht, ne, liebe Kinder? Finger weg vom Morphium. Ne, ohne Witz, das ist echt nicht gut. Bekommt man nämlich Bock. Und auf einmal hat man dann... Meint man, man braucht welches und dabei braucht man das gar nicht. Ganz unangenehm. Und diese Opiate sind genauso schlimm. Habe ich gehört. Nicht nehmen. Ich würde das gerne wieder nehmen. Das andere... Oh, guck mal, mit Uzi sogar. Mit Uzi. Die sind beide richtig scheiße gerade. Aber das Ding macht schon Probleme. Das hier irgendwie auch. Könnte ich im Grunde auch die mitnehmen. Ist auch wurscht. Jetzt ist ja eh egal. So, toll reingeschlichen, aber auf dem letzten Meter wieder alles verkackt. Das wollen wir erstmal schauen, wie wir das kaputt kriegen. Achso, wahrscheinlich mit Munition. War sehr dumm. Ich lese 8 von 24 und drücke trotzdem Munition. Wer ruft da? Hast du die Rohre, ne? Wahrscheinlich steht daneben irgendwie ein Kanister oder ich muss eine Handgranate reinwerfen. Irgendwie sowas. Achso, das Ding da macht so einen Lärm. Das sieht gut aus. Gleich mal eine Handgranate zücken. Ah. Medizin. Nehme ich. Medizin, immer gut. Aber wie gesagt, nicht alles auf einmal, liebe Kinder. Ja, was machen wir da? Mal grob. Gut. Falsche Entscheidung. Und jetzt fliegt es in die Luft. Wahrscheinlich muss ich eh drücken, ne? Ja, eh klar. Aha! Beziehung zu Michelle Dax verbessert. Oder bin ich aber froh? Unterschlupf um großen Verbandskasten erweitert. Ja, was ist denn? Bravo, Cher. Die Treibhäuser sind ein absolutes Chaos. Ich kann es von hier sehen. Warten Sie, ich lege jetzt los. Warte, kann ich. Achso, ich dachte gerade. Greift mit vielen Fliegern an. Ah. Und ich stehe noch mittendrin. Das ist vielleicht eine hohle Nuss, oder? Nee, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ich habe das Entlaufungsmittel besorgt. Die roten Pumpen im Treibhaus zerstören. Wie immer noch gemacht. Oh. So, jetzt sind sie explodiert. Die haben mich abgeschossen. Wo stecken sie bloß? Oh, das ist vielleicht eine hohle Nuss. Tja, sie wurde abgeschossen. Interessiert mich nicht. Jetzt wird hier abgeschlossen.
Das war's erstmal. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Dann retten wir die komische Michelle. Ihr Ruf verbessert, Dax verbessert und alles sonst auch. Ich danke fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal bei Far Cry 2. Ciao, ciao.